Bester Superspieler, der nur erstklassige Karten spielt. Wenn sie anheben, weißt du genau, was sie haben, eckige Klammer auf AA, KK, AK, und so weiter, eckige Klammer zu. Sie sind nicht innen auf vielen Händen und wenn sie sind, ist er höchstwahrscheinlich mit einer Erhöhung. Jetzt ist ein Felsen dann eine benennende Station und ein Maniac besser, aber sie spielen richtig nicht für untere Grenze holden eckige Klammer auf oder sogar andere Begrenzungen eckige Klammer zu. Das Problem mit untere Grenze holden, dass sie ihn laufen lassen, ist, dass, wenn sechs andere Leute in einem Topf gegen ihre AA sind, es nicht viel halten wird. In den oberen Begrenzungen erhalten sie keinen Wert für ihre Hände, da die anderen Spieler sie so gut lesen können. Was du von einem Felsen zwar erlernen kannst, ist, dass sie gute Karten auswählen und versuchen, ihr Geld hinter sie zu setzen. Das ist korrekt. Sie gerade spielen nicht genügende Karten. Es ist das Entgegengesetzte einer benennenden Station. Du möchtest aus der Weite eines Felsens heraus, wenn bleiben du kannst. ZB, du würdest nicht Kyof Suit oben gegen ein Felsen erhöhen Prevo polen wollen. Aber, wenn du in einem Multivese-Topf mit losen Leuten innen bist und die Felsen erhöhungen, dann, dass du deine zeichnenden Hände würdest spielen wollen. Eine gute Sache über das Spielen sie ist, dass sie sehr vorhersagbar sind. Wenn sie dich anheben, fast immer haben Zeit es also sie nicht weg. Jedermann, dass das Spiel an allen aufpasst, kann sehen, welche Arten der Hände sie spielen. Du läufst in einige Felsen, die untere Grenze spielen. Der Hauptgrund für den ist, dass, wenn du ein Felsen bist, weiterzukommen nicht ist einfach, herauf Niveaus, du werden gehaftet an niedrigem Material erhalten, weil jedermann, der das Spiel an den oberen Begrenzungen spielen kann, sie zu den Stücken so schnell wie eine benennende Station schneidet. Der stereotypische Felsen ist eine alte Dame. Schwaches Festes, ein schwacher fester Spieler ist an der unteren Grenze ziemlich selten. Diese Art des Spielers hat die meisten Fähigkeiten, die ein Win-In-Spieler mit einer Ausnahme besitzt, sie sind wenig erschrocken. Das Bewegen oben in Niveaus stellt manchmal schwache feste Spieler her. Du fürchtest dich, dass die anderen Spieler und sie in den lesen können, also du herumtyrannisiert durch Erhöhungen manchmal erhalten kannst. Die Kreation eines schwachen festen Spielers kann das Resultat der zu steifen Richtlinien auch sein. Sich erinnern, dass Poker umstandsbezogen ist. Du solltest nicht an irgendein Buch, an Saying oder an System gebunden werden. Deine Erfahrung formst du in einen guten Spieler lassen. Wenn du einen schwachen festen Spieler spielst, solltest du für sie die meisten der Zeit heraus aufpassen, da sie nicht das Setzen sein werden zu viele sich verschieben auf dir, sie versuchen nicht, dich an allen zu täuschen. Es ist interessant, einen losen konkurrenzfähigen Spieler gegen schwachen Fest zu setzen. Der schwache feste Spieler erhält um Warte gute Karten tyrannisiert, anstatt seine Handvorwähler auf den anderen Spielern zu gründen. Wenn du in einer Position dich findest, in der etwas furchtsame Erfolge in einer Hand und dem schwachen festen Spieler deine Opposition ist, kannst du eine gute Zeit gefunden haben zu täuschen. Schwache feste Spieler sind große Gläubiger, besonders wenn die Erhöhung auf einem neueren Umlauf mit der Wette größer ist. Das Täuschen ist nicht ein großes Teil des Spiels, aber gleichmäßig in der unteren Grenze, die es an diesen Leuten anwendet, da sie gut genug sind, zu sehen, was du haben kannst und intelligent genug zum Nicht zu benennen. Es ist viel einfacher, einen guten Spieler zu täuschen, dann ein schlechtes, da der schlechte Spieler keine Aufmerksamkeit lenkt auf, was du haben kannst. Festes Konkurrenzfähiges, dieses ist die Oberseite der Pyramide. Der feste konkurrenzfähige Spieler ist der gute Investor, der Laser, der Scharfschütze, die intelligente Bombe in der Pokerwelt. Dieses ist dein Ziel. Die feste konkurrenzfähige Spielerfähigkeit, sich unterschiedlichen Spielen und Spielern, sowie das Vertrauen anzupassen, um ihre Bewegungen mit ihrer Banknotenrolle zu unterstützen, bildet sie heftige Konkurrenten. Einen festen konkurrenzfähigen Spieler zu erkennen ist eine Person zu sehen, die nicht spielt, das viele Karten aber, wenn sie die Steuerung nehmen. Sie verlangsamen große Hände des Spiels. Sie verwenden ihre Position, um schwächere Karten zu spielen, wenn die Vorteile sie rechtfertigen. Sie sind in der Lage,
Hände zu falten, dass andere Spieler ins Spiel geschlossen würden. Eine bessere Hand ist jeder möglicher Spieler, aber du findest es schwierig, irgendein Geld gegen einen festen konkurrenzfähigen Spieler zu verdienen. Der beste Rat ist, sehr gute Hände gegen sie und Hoffnung gerade zu spielen, sogar zu brechen. Du läufst nicht, in viele von diesen an der unteren Grenze, also sorgst dich nicht. Anfänger-Poker-Strategy. Einige Ideen und Konzepte sind bei allen oder fast allen Poker-Varianten gleich. In dieser Anleitung werden wir erklären, wie einer der heutzutage beliebtesten Poker-Spiele funktioniert, Texas Hold'em. Anfangsblatt auswählen. Der erste Tipp für alle neuen Poker-Spieler ist, spielen Sie nicht zu viele Hände. Das heißt, spielen Sie tight. Sie sollten sich bewusst sein, dass in der Regel einer der anderen Spieler ein besseres Anfangsblatt hat als Sie. Sicher, Ihr Blatt kann sich durch den Flop noch verbessern, aber meistens ist es so, dass, wenn Sie mit einem schlechten Blatt anfangen, Sie nach dem Flop auch nicht das beste Blatt haben. Also entscheiden Sie sich dafür, nur mit vernünftigen Anfangsblättern zu spielen. Aber welche sind das? Nun, in Texas Hold'em sind gute Anfangsblätter allgemein entweder zwei hohe Karten oder ein Paar. Hände wie AK oder AD sind stark, genauso wie alle Paare von AA bis 99. Kleinere Paare und nicht so hohe Karten sind problematischer. Mit AB, AZ, KD sind sie vielleicht stark, aber wenn ihr Gegner ein Blatt wie AK oder AD hat, kommen sie vielleicht in Schwierigkeiten, wenn sie den Flop treffen. Paare von 88 abwärts sind spielbar, aber der Flop wird üblicherweise eine oder mehrere höhere Karten enthalten, sogenannte Overcards. Und dann, wenn ein Gegner nach dem Flop stark erscheint, sind sie wahrscheinlich geschlagen. Je kleiner ihr Paar ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für Overcards im Flop. Zum Beispiel, um 22 nach dem Flop zu spielen, ist eine 2 auf dem Tisch schon fast ein Muss. Position am Tisch. Bei Texas Hold'em ist die Reihenfolge, in der die Spieler handeln, während einer Runde die gleiche. Das macht das Konzept der Position wichtig. Also, wo man sich in der Bi-3-Folge befindet. Eine späte Position bedeutet, dass die am Button sitzen oder nahe rechts davon. In dieser Position werden sie in jeder Runde spät an die Reihe kommen. Es ist sehr vorteilhaft, spät an die Reihe zu kommen, da alle Gegner ihre Absichten zu erkennen geben müssen, bevor sie dran sind. Wenn sie in einer frühen Position sitzen, wissen sie nicht, was sie von den Spielern nach ihnen zu erwarten haben. Sie haben keine Hinweise über die Stärke ihrer Blätter. Es ist also ein Vorteil, sich in einer späten Position zu befinden und folglich können sie mehr Hände aus einer späten Position spielen als aus einer frühen. Blätter wie AB oder 44 sind viel einfacher aus einer späten Position zu spielen. Wenn ihnen ein Flop nichts bringt und jemand vor ihnen einen großen Betrag setzt, ist es einfach, wegzuschmeißen. Wenn niemand etwas setzt, kann ihr Blatt durchaus gut sein und sie können es mit Zuversicht spielen. Wenn sie spielen, dann verschaffen sie sich Geltung. Einer der kostspieligsten Fehler im Poker ist es, zu wenig zu setzen. Wenn Sie sich entscheiden, Geld in den Pot zu werfen, müssen Sie es für jeden anderen unangenehm machen, der versucht, es Ihnen wegzunehmen. Hohe Beträge zu setzen hat mehrere Vorteile. Erstens hindern Sie Gegner daran, die nächste Karte kostenlos zu sehen und Ihre Blätter